Hallo lieber Skorpion und herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen Reading für den September 2021 hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast und auch herzlich willkommen, wenn du das erste Mal dabei bist. Ich bin Denise Scherike, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars. Misch schon mal die Karten hier für dich, um rauszufinden, was der September für dich bereithalten mag, was die Karten dir als Rat, als Wegweiser mit auf deinen Weg geben wollen durch den neuen Monat. Da das ein allgemeines Reading ist, lass dir gesagt sein, natürlich kann nicht alles, was ich dir hier sage, mit dir resonieren. Also schnapp dir einfach die Informationen, die für dich wichtig und relevant sind. Alle anderen sortierst du dir einfach aus. Aber komm auch gerne im Laufe des Monats nochmal hierher zurück, weil ja bestimmte Sachen nochmal eine neue Bedeutung bekommen, wenn der Monat einfach schon mal ein paar Tage alt ist und bestimmte Sachen du vielleicht dann doch nochmal anders wahrnimmst oder verstehst. Also ja, erlaube dir da einfach nochmal hereinzuschauen und schau auch gern bei deinem Aszendent und Mondzeichen vorbei. Dann bekommst du nämlich noch mehr Details und kannst dir ein sehr schönes Bild machen, was dich hier im neuen Monat erwarten wird. Genau, so. Ich ziehe dir mal die übergeordneten Botschaften raus. Die schauen wir uns gleich zusammen an. Dann danach gehen wir in die Details. Wenn du wissen willst, welche Kartendecks ich heute für dich benutze, unter diesem Video findest du die sogenannte Infobox. Da habe ich dir alle Kartendecks aufgelistet. Da findest du auch alle weiteren Links zu meiner Arbeit, also zum Beispiel auch den Link zu meinem Instagram-Profil. Dort findest du Tageskarten jeden Tag, Tagesinspiration. Also wenn du mir da folgen magst, dann hast du da eben nochmal täglich eine Botschaft für dich. Okay. Und ja, auch sonst alle anderen Links. Wenn du ein persönliches Reading buchen möchtest, natürlich findest du den Link auch dort. Du findest auch den Spendenlink für mich dort, wenn du sagst, boah, mir gefällt das hier, ich will den Trinkgeld da lassen. Alles hier unten in der Infobox. Wunderbar. So, deine übergeordneten Botschaften sind da für dich, lieber Skorpion. Wir haben einmal die Karte Building Blocks und die Action-Karte. Beide sind über Kopf gefallen. Und es sieht so aus, als willst du so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand im neuen Monat. Also sei da ganz vorsichtig. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben oder auch aus der Beobachtung anderer Leute oder in anderen Lebensbereichen, dass man manchmal mit so einem Tempo unterwegs sein will, dass man dabei übersieht, ein gutes Fundament zu bauen und einfach zu schnell mit dem Kopf durch die Wand möchte, ist, glaube ich, schon das beste Wort hierfür. Und Dinge, die man schon erschaffen hat, dadurch auch wieder mit dem Hintern einreißt. Ja, also achte genau auf deine Geschwindigkeit, auf dein Tempo. Das heißt nicht, dass du jetzt ganz langsam unterwegs sein sollst im neuen Monat, aber doch genau überprüfen, ist das irgendwie ein Schnellschuss ins Blaue oder hat das ganze Fundament, wenn ich mich bewege. Also das wäre so der Hinweis für dich schon mal im neuen Monat, worauf du achten solltest. Aber wir schauen jetzt noch mal genauer rein, was die Karten hier noch für dich hupsala haben wollen. Ich liebe dieses Kartendeck hier, aber es ist noch so neu, dass es noch relativ rutschig ist und sich noch nicht so gut mischen lässt. Noch nicht so abgespeckt wie meine anderen. Aber ich liebe es. Und ja, wenn du dich fragst, wofür ich die Spendengelder nutze, genau dafür. Ich kaufe mir neue Decks. Alle die, die bei mir in den Kartenlegekursen sind, die wissen, dass man fängt mit einem an und dann irgendwann überkommt dich die Sucht und du willst immer mehr und mehr und mehr haben, weil es einfach auch so wunderschöne Kartendecks gibt. So. Also, dann schauen wir mal rein, was wir für dich nochmal im Detail haben, lieber Skorpion. Neue Woche. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht fertig gemischt. Du kannst das Mischen auch gerne überspringen, wenn dir das jetzt so lange dauert. Dann gehst du gleich zu dem Punkt, wo ich mit dem Reading anfange. Doch, passt. So, jetzt haben wir es. Okay, für den Skorpion, für den September 2021. Was haben wir hier noch an Details für dich? So, wir haben für dich 5 der Stäbe über Kopf, wir haben den König der Schwerter über Kopf, wir haben die 5 der Münzen über Kopf, den Ritter der Kelche, die Prinzessin der Kelche, oh, Liebe, 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 gucken wir mal, die Weltkarte, der Ritter der Münzen und die 7 der Stäbe über Kopf. Okay, also,
Botschaft Nummer eins, sicherlich nicht für jeden aller Skorpione, die hier zuschauen, aber irgendwie scheint hier eine Dreiecksbeziehung am Laufen zu sein. Ich glaube nicht eine Dreiecksbeziehung hier, weißt du, wo Pärchen und Affäre kann sein, muss aber nicht. Ich glaube eher, dass es um irgendeinen Konflikt geht zwischen Eltern und Kindern. Also ob du jetzt das Kind deiner Eltern bist oder ob es um dich und deine Kinder geht, schau mal, was da, wie gesagt, ist, glaube ich, nicht eine Botschaft für jeden, aber das liegt hier, deswegen sage ich es mit, bevor wir dann in die allgemeine Botschaft reingehen. Es sieht so aus, als wenn da irgendein Konflikt ist, also ich sag mal den Klassiker, weil hier einfach so viele Liebeskarten auch liegen. Du hast dir einen Partner oder eine Partnerin ausgesucht und für deine Eltern ist niemand jemals gut genug und der oder die Neue halt auch nicht. Und dann geht halt so ein Konflikt los zwischen, du willst natürlich, dass deine Eltern deinen neuen Partner, deine neue Partnerin akzeptieren, hinter dir und deinem Glück stehen und gleichzeitig kommen da irgendwie spitze Bemerkungen immer raus und irgendwie ist da so, und guck mal, dass du anfängst, aus deiner Kinderrolle herauszugehen und dir klar machst, ich bin erwachsen. Ich bin erwachsen, ich treffe meine eigenen Entscheidungen und da kann mir reinreden, wer will, ihr habt hier nichts zu melden. Und solange du aber in dieser Kinderrolle drin bist, das Kind deiner Eltern, und es ist egal, wie alt du bist, wenn du nicht in deiner Kraft bist, dann sehen deine Eltern dich eben auch nicht als erwachsene Person und fangen an, dir reinzureden. Also hier geht es darum, klarer aufzutreten und zwar aus dir selbst heraus. Ja? Es geht nicht darum, jetzt hier in irgendeinen Streit zu gehen oder so, kannst du auch machen, aber es geht mehr um, ich behaupte mich vor mir selbst und kann dann eben praktisch auch von anderen erst akzeptiert werden. Statt zu irgendeinem Kontaktabbruch kommen zu lassen, entweder zwischen dir und den Eltern oder dir und dem der neuen Partnerin. Und natürlich kann das, was ich jetzt gesagt habe, auch genauso gut sein, wenn du an der Elternposition bist und die Partnerwahl deiner Kinder dir nicht in den Kram passen. Es ist nicht deine Baustelle. Ja, also passt ja hier auch nochmal super zur übergeordneten Botschaft. Building Blocks über Kopf. Es ist nicht deine Baustelle, dich da einzumischen. Ist nicht dein Leben. Du musst mit dieser Partnerwahl nicht leben. Die anderen, deine Kinder müssen das, ja. Also, so. Das ist Botschaft 1 für den Skorpion. Botschaft 2. Wenn wir es mal ein bisschen allgemeiner betrachten, und ich habe das Gefühl, ich kann die Karten gar nicht einzeln lesen, sondern ich muss es komplett so lesen, wie es hier liegt. Scheint es in der Tat an der Zeit zu sein, dass ein bestimmter Zyklus zu Ende geht. König der Schwerter und die Weltkarte über Kopf. Ein gewisser Zyklus geht zu Ende, das ist ja auch total klar. Aber da ist so eine innerliche Zerrissenheit von, darf ich das, soll ich das, will ich das, kann ich das? Und du hast das absolute Potenzial dazu an deiner Seite. Du gehst es aber irgendwie seltsam an. Also du bist so in Extremen unterwegs. Das passt ja auch zu der Actionkarte über Kopf, unserem weißen und unserem schwarzen Pferd. Ja? Du bist irgendwie in Schwarz oder Weiß unterwegs und dir fehlen die Graustufen dazwischen. Also entweder du sagst, nö, da mache ich es halt nicht. Boah, bin ich ja beleidigt, wenn ihr mich nicht unterstützt. Blah. Oder du bist halt so voll auf Attacke und da mache ich es jetzt halt, ob ihr mich unterstützt oder nicht, ist mir doch egal. Und es können auch Vorwürfe sein, die du dir selber machst und kommst damit halt total aus deiner Balance heraus und schlägst vielleicht sogar auch die helfende Hand weg, die sich dir ausstreckt und du siehst es aber gar nicht und bist irgendwie gerade in so einem Opferdingens drin, so im Opfermodus, was normal ist, wenn man dabei ist, die nächste Stufe zu erreichen im Leben. Dann klatscht das ja erst nochmal so richtig, bevor dann der Befreiungsschlag kommt. Ja, also sagen wir mal, die letzte Presswehe ist halt auch die schlimmste. Und du steckst halt in dieser Presswehe drin. Das ist was, was wir wollen, aber es ist halt unbequem. Und dann macht das auch total Sinn mit unseren Building Blocks und der Actionkarte über Kopf am Anfang, zu sagen, pass auf, dass dein Fundament gut ist und dass du keine Schnellschüsse machst, dass du auf einem guten Fundament unterwegs bist und weder in dem einen Extrem noch in dem anderen Extrem unterwegs bist, sondern eher darauf achtest, alles, was du tust, aus einer emotionalen Stabilität heraus zu entscheiden. Ganz
entspannt. Und zwar, wenn wir uns das hier mal anschauen, egal was um dich herum passiert, egal was andere davon halten, egal was deine eigenen Glaubenssätze davon halten mögen, egal was gerade im Trend ist oder nicht, wenn du entspannt bleibst in dir selbst, die Perspektive änderst, dich rausnimmst aus der aktuellen Situation, aus einer anderen Sichtweise auf deine Situation draufschaust, aus der Entspannung heraus, aus der emotionalen Neutralität heraus, dann siehst du auch wieder klar. Und kannst diesen inneren Kampf, der hier liegt, auch aufgeben und kannst dich näher hinbewegen in die nächste Dimension deines Seins. Aber um das tun zu können, wird es jetzt halt nochmal ruckelig. Wie gesagt, wir wollen das ruckeln, aber es ist natürlich unbequem. Es ist nicht dramatisch, aber es ist unbequem. Und mach dir einfach bewusst, dass jetzt einfach ein unbequemer Monat ist, damit du dann eben, naja, das, was du erreichen willst, halt auch erreichen kannst, dich da durchsetzen kannst und zwar in dir gereift. Und ja, das finde ich jetzt auch spannend. Wir haben als abschließende Botschaft für dich den Wolfsgeist, die Familienkarte. Aber wie verhält sich denn so ein Wolf? Ich meine, er ist zum einen Teil eines Rudels. Also ja, ne, schlag nicht die helfende Hand weg. Zum anderen kann der aber auch alleine auf Streifzüge gehen. Und hier haben wir halt die perfekte Balance, also den Hinweis für die perfekte Balance, ja. Wer trifft die Entscheidung in deinem Leben? Bist du das oder musst du das mit allen anderen durchquatschen? Und natürlich kann es gut sein, sich den Ratschlag von Familienmitgliedern zu holen. Und mit Familie kann jetzt natürlich deine Blutsverwandtschaft gemeint sein, aber auch einfach deine Seelenfamilie, Freunde, die dir so nah sind, dass du sie zu deiner Familie dazu zählst, natürlich auch. Oder in meinem Flamingo-Club. Wir sind wie so eine Flamingo-Familie, ja. So, ja, also wir sagen Gleichgesinnte. Aber letztendlich bist du derjenige, der seine eigenen Entscheidungen zu treffen hat und sein eigenes Leben zu leben hat. Das kann kein anderer für dich machen. Also auch wenn du dir Rat von anderen holst, schau, ob du diesem Rat folgen willst oder eben auch nicht. Ob du sagst, okay, ja, danke für den Hinweis, aber ich mache trotzdem mein eigenes Ding draus. Und gleichzeitig, wenn wir nochmal zurückspulen, ein paar Minuten und sagen, okay, auf die Reading-Variante wachse in deine Erwachsenenposition hinein. Es ist egal, ob du 18 oder 80 bist. Viele von uns leben immer noch zu sehr das Kind in uns und nicht die erwachsene Person. Und hier haben wir eben auch nochmal den Hinweis, wachse in, du bist der Leitwolf deines Rudels, ja, wachse in dein Leitwolfsein rein. Und zwar ganz liebevoll. Es geht nicht um sich blöd zu verhalten und in so eine eingeschnappte Verteidigungsposition zu gehen. Das wäre immer noch kindliches Verhalten, sondern erkenne an, ich bin erwachsen, ich bin erwachsen, ich bin erwachsen. Oder wenn es um deine Kinder geht, die sind jetzt erwachsen. Die dürfen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und ich darf mich da nicht einmischen. Mal bist du Familie, mal bist du Rudel, mal bist du Alleingänger, Einzelgänger. Und wann was richtig ist, ne, da gilt es jetzt reinzuwachsen, das gilt es jetzt auszutesten und anzuprobieren. Wahrscheinlich ist es halt auch unbequem und ruckelig, erstmal zu schauen für dich, aber auch für die Beteiligten, wenn du dich anders positionierst innerhalb deines Umfeldes und sagst, okay, ich bin jetzt mein erwachsenes, erhabenes Selbst und nicht mehr Kind von Mami und Papi. Wie gesagt, egal wie alt du bist, es gibt ja Leute, die leben mit 40 noch zu Hause, ist ja auch in Ordnung, aber bist du auf Augenhöhe mit deinen Eltern oder bist du halt derjenige, diejenige, die sonntags um 12 am Mittagstisch sitzt, weil es immer so war und es ist kein Weg drumherum. Wie erwachsen reagierst du, ja, bezogen auf Reading-Variante Nummer 1. Wow, das klingt nach einem ziemlichen Befreiungsschlagsmonat für dich, Wachstumsschubsmonat für dich, lieber Skorpion. Teil mal gerne in den Kommentaren hier unter diesem Video, was davon für dich Sinn macht, ob es überhaupt für dich Sinn macht. Ob es was ist, was du angehen willst oder auch nicht, weil am Ende, auch wenn die Karten sagen, mach mal so, hast du immer noch den freien Willen zu sagen, ja, ich gehe das an oder nee, was ein Scheiß hier. Die Wahl hast du ja. Also schreib mal gerne rein, wie du das siehst. Und ja, dann bleibt mir nur dir einen sehr wachstumsstarken, auch mutigen Monat zu wünschen. Ein Monat voller Selbstliebe auf jeden Fall auch. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du einen Daumen hoch da lässt unter diesem Video, meinen Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan hast, das Video mit deinen Freunden teilst. Und wenn du den Spendenlink nutzen möchtest,
more than welcome. Vielen, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, deine Denise.